Das sind Wortbrecher, die will ich in meinem Leben nicht haben. Hallo, ihr habt Fragen gestellt und ich beantworte sie und ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, was kommt. Tim hat sie zusammengetragen. Da sind ja endlos Fragen. Manchmal haben wir auch gefragt, was sind eure Fragen? Stellt die immer mal in den Chats, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich lese sie und ich lese sie gerne. Es ist einfach so wichtig, dass ich so ein bisschen den Finger am Puls haben kann, damit ich weiß, was euch wirklich bewegt, was ihr wissen wollt. Ja, Tim, was sind die Fragen? Fangen wir mit einer an. Sehr gerne. Ab welchem Moment ist man für dich reich? Oh, das ist eine gute Frage. Ab wann ist man reich? Es ist einfach so, dass jeder Mensch ja ganz andere Ziele hat, ganz andere Bedürfnisse hat. Und deswegen ist jeder auch an einem anderen Punkt reich. Finanzielle Freiheit errechnet sich so, dass ich so viel Geld habe, dass ich von dem Geld den Lebensstil finanzieren kann, den ich habe, den ich haben möchte, den ich liebe. Wenn jemand sagt, ich brauche für alles das, was ich mir im Leben finanzieren möchte, 7.000 Euro monatlich, dann brauchst du 1 Million, du bist finanziell frei. Und du bist dann reich, wenn du das Gefühl hast, dass du, und es auch weißt und es auch stimmt, dass du von dem Geld, das du zusammen hast, deinen Lebensstil finanzieren kannst. Und wenn du denkst, du bist reich, weil du viel verdienst, dann hast du dich geschnitten. Das ist das, was arme Menschen denken, Mittelstand denkt, wenn ich viel verdiene, bin ich reich. Das ist Quatsch. Wenn du morgen nichts mehr verdienst, wo stehst du dann? Da hast du nichts mehr. Also, du musst sehen, dass du die Summe Geld hast, die passiv durch die Renditen dir den Lebensstil finanziert, den du haben möchtest. Ich könnte aber noch was dazu sagen, nämlich, die Frage ist, ob das schon reich alleine umschreibt. Das ist ja nur der geldliche Aspekt. Ich glaube, dass es auch ein Reichtum des Herzens gibt. Ich glaube, dass es ein Reichtum unserer Gefühlswelt gibt. Und das stellt sich dann ein, wenn wir wissen, hey, ich tue echt was Sinnvolles. Ich habe zwar viel Geld, aber ich mache auch was, was mich wirklich erfüllt. Ich stehe morgens auf, ich bin fröhlich, ich bin voller Glück. Und da ist dann auch die Sinnfrage, ist es sinnvoll, was ich tue? Hilft das anderen? Und wenn wir das zusammenbringen, das Geld, den Sinn und das Glücksgefühl in uns, ich glaube, dann sind wir wirklich reich. Und zwar im Portemonnaie und im Herzen. Mit welchem Produkt, Dienstleistung haben Sie die erste Million verdient? Okay, das habe ich immer wieder gesagt. Ich hatte damals 3 Selbstständigkeiten. Ich hatte einen Import-Export. Ich hatte eine Boutique mit mexikanischem, indianischem Schmuck. Ja, ja. Und ich hatte eine Agentur im Versicherungswesen. Und dann habe ich meinen Coach kennengelernt und er hat gesagt, Sie müssen sich spezialisieren, da gibt nur eins davon. Und dann blieb die Versicherungsagentur übrig, weil die mir am meisten Geld brachte. Die hat mir passiv jeden Monat Geld gebracht. Und dann hat er gesagt, lieben Sie das, was Sie tun? Und da habe ich gesagt, nö. Das wäre jetzt gestrunzt, aber ich brauche ja die Kohle, also mache ich das. Er sagt, dann kündigen Sie. Und ich habe die Geschichte öfters erzählt, weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, vor dem großen Glück kommt immer ein Wagnis, kommt immer ein Sprung. Und ich habe es wirklich gewagt, diesen Job zu kündigen, diese Versicherungsagentur. Und was hast du, wenn du 3 Selbstständigkeiten hast und sind alle 3 weg, dann hast du nichts mehr. So, und dann hat er gesagt, was wollen Sie jetzt machen? Ich habe gedacht, er hat was für mich. Hatte er aber nicht. Und das war der Hammer für mich, weil jetzt musste ich mir die Fragen stellen, was will ich machen? Und da hat er gesagt, solange Sie die Fragen nicht beantworten können, gibt es immer 2 Dinge, und das sage ich euch auch, es gibt immer 2 Dinge, die jeder von uns lernen muss. Und ich mag es nicht, das Wort muss zu gebrauchen, weil ich ein Freiheitstyp bin. Aber wenn ich schon sage muss, dann ist es echt ein Muss. Du musst verkaufen können. Mit verkaufen meine ich kommunizieren, andere überzeugen. Du musst in der Lage sein, deine Ideen rüberzubringen. Das ist verkaufen. Verkaufen ist kommunizieren, verkaufen ist Leben. Das Leben ist verkaufen, kommunizieren ist verkaufen. Also, ich sollte verkaufen lernen und ich sollte lernen, und das war auch ganz wichtig, andere Menschen zu führen. Wenn du verkaufen kannst, kannst du auch andere führen. Das ist dann nur noch so eine kleine Adaption, was wir dann noch lernen müssen. Wenn du nicht verkaufen kannst, kannst du nie andere führen, weil du denen dann sagst, was sie zu tun haben. Du musst es ihnen aber verkaufen. Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie es gerne machen, dass sie es von sich aus machen, dass sie es verkauft bekommen haben, beziehungsweise, dass sie es selber gekauft haben. Also, dann habe ich angefangen, verkaufen zu lernen. Ich habe dann angefangen in einem strukturierten Vertrieb in einer Versicherung ohne Fixgehalt, ohne Namensbestände, ohne irgendwas, ohne Büro, ohne irgendwas habe ich angefangen verkaufen zu lernen. Und es war der Horror.
Es war für mich der Horror, denn ich habe die alten Mythen gehabt, die jeder in Bezug auf Verkaufen hat, der noch kein Verkaufsprofi ist. Ich mag es nicht, ich kann es nicht und ich brauche es auch gar nicht, weil irgendwann werde ich so genial sein, kommen die Leute automatisch zu mir. Was ein Quatsch. Ich sage dir ein Beispiel. Stell dir mal vor, ich würde dir über, sagen wir mal, du würdest sagen, ey, ich mag Verkaufen nicht. Gibt ja Menschen. Ich habe das ja auch gesagt, ich mag Verkaufen nicht. Und jetzt stell dir mal vor, du sagst mir das, ich komme zu dir, ich streichel dir über die Haare und auf einmal kannst du verkaufen. Meisterhaft. Du kannst deine Eltern überzeugen, deinen Partner überzeugen, deine Kinder überzeugen, deinen Boss überzeugen, deine Kunden überzeugen. Du kannst es einfach. Und in normalen Verkaufsgesprächen, wo es um Geld geht, kannst du 4 von 5 Gesprächen abschließen, so wie du das willst. Du wärst einfach locker cool drauf. Die Leute bedanken sich hinterher sogar bei dir, weil du verkaufen kannst. Hey, würdest du jetzt sagen, ey, Bodo Schäfer, das will ich nicht. Das ist mir unangenehm, diese Fähigkeit. Ich mag verkaufen. Quatsch! Auf einmal magst du es. Was wir können, mögen wir. Und das ist so elementar, das ist so wichtig. Das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen das. Also, das sind Mythen. Ich mag nicht verkaufen, ist Quatsch. Ich kann nicht verkaufen, ist totaler Blödsinn. Was die älteste Entschuldigung? Faul zu sein, nichts zu tun, nicht aus dir herauszugehen. Hey, ich musste jetzt richtig verkaufen lernen. Ich musste Leute anquatschen. Ich musste sehen, dass ich Adressen bekomme. Ich musste das ganze Programm machen. Und dann das Dritte, ich habe es nicht nötig. Ja, ich glaube, da kann man als intelligenter Mensch gar nicht drüber reden. Schau dir jede große Weltmarke an, schau dir jeden großen Erfolg an. Es hat immer damit zu tun, dass einer verkaufen kann. Also wenn du sagst, ich habe es nicht nötig, lebst du immer unter deinen Möglichkeiten. Also die Mythen müssen weg. Und das wollte mein Coach, dass ich wirklich verkaufen lerne. Und als ich es endlich konnte, hat er gesagt, so jetzt lern führen, stell Leute ein. Und dann habe ich angefangen, Leute einzustellen. Und denen habe ich Verkaufen beigebracht. Und dann habe ich gemerkt, ich kann ja gar nicht führen. Ich habe Sachen gebracht, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber mein Coach hat mir dann immer wieder ein paar Tipps gegeben und so nach 2 Jahren hatte ich dann so ein kleines Team zusammen und ein bisschen später hatte ich dann 500 Leute, die verkauft haben, da konnte ich dran mitverdienen und da habe ich den Grundstein für mein Vermögen gelegt. Wenn du da mitverdienst und die auch führen kannst und das auch ja, wirklich gut strukturiert hast, dann hast du erstens ganz viel für dein Leben gelernt, du bist stark geworden, du kannst mit so viel Mist umgehen, du kriegst so viel auf die Schnauze, wenn du verkaufst und du kriegst auch sehr viel auf die Schnauze am Anfang mit Mitarbeitern. Ist ja nicht so, dass die automatisch nur Freude in dein Leben bringen, vor allen Dingen, wenn du es nicht kannst. Und ich weiß heute und schon lange, das Schönste, was wir haben können, sind Mitarbeiter. Das ist was Herrliches, aber das habe ich am Anfang nicht gewusst. Ich musste verkaufen lernen, ich musste führen lernen. Ja, und dann habe ich dann eben mit etwas, so mit 28 Jahren, habe ich dann schon angefangen, 100.000 damals Mark monatlich zu verdienen und mit 30 war ich dann finanziell frei. So, jetzt noch eine Frage aus einer anderen Kategorie. Und zwar, wie gehen Sie mit Leuten um, die Ihre Zeit nicht wertschätzen und zu spät kommen? Die meine Zeit nicht wertschätzen? Ja. Mit denen gehe ich gar nicht um. Da kapp ich. Sofort? Ja, aber ganz klar. Hör mal, also Leute, wir sind hier nicht auf dem Schmusekanal, das ist ganz klar. Loveboat kannst du woanders gucken. Hier geht es darum, ganz klar einen Selbstwert zu haben. Ich habe den Selbstwert, dass wenn mir jemand etwas verspricht, dass es verdammt nochmal auch hält. Und wenn du mir sagst, wir treffen uns um 10 und ich bin um 10 da, ist das für mich ein Versprechen. Und wenn du dann nicht da bist, was soll ich damit? Was soll ich mit Menschen, die das Versprechen nicht halten? Was soll ich damit? Wo ist das Vertrauen? Wo ist mein Selbstwert? Wieso ist nicht schlimm? Hauptsache kommt überhaupt. Wir kennen das bei einem Date. Ganz tolle Frau denkt, oh, ja, ja, gut. Darfst du nicht machen. Geh! Geh! Was ich denke, was du machen solltest, wenn du zu spät kommst, es geht ja manchmal nicht anders. Du hast plötzlich, bist im Unfall verwickelt. Ja, rufst du an. Aber du kannst nicht einfach um 10 Uhr nicht da sein. Du musst mich um 10 Uhr anrufen oder wenn du es vorher weißt, vorher anrufen und dann sagen, lass mal einen neuen Termin machen. Oder ist es okay, wenn ich 10 Minuten später komme, weil so und so. Gar kein Thema, wir sind Menschen. Aber was gar nicht geht, ist mit einer schönsten Selbstverständlichkeit und auch noch regelmäßig zu spät zu kommen. Das sind Wortbrecher, die will ich in meinem Leben nicht haben.